Einmal hatte er mich als Moderator einfach vergessen. Er hat mich vergessen. Ich saß die ganze Nacht backstage. Ja, okay, und ich habe mir überlegt, dass ich mir das alles zurückgebe, aber das tue ich nicht. Weil ich dich ganz zauberhaft finde, weil ich finde, du hast deine melancholische Ader, weil ich finde, dass du nach Billy Joel die beste Stimme wie Billy Joel hast. Weil ich finde, dass du für Toleranz kämpfst. Weil ich finde, dass du genau dann politisch bist, wenn es keiner erwartet, als du in der Anstalt warst. Oder schaut Instagram, Hashtag Luke Mockridge, einer der wenigen Künstler, der sich positioniert, wo ich nicht denke, wie es wäre, weil ich das alles mag, weil du rücksichtslos bist und weil du ein guter Künstler bist. Und jetzt bitte, welcome on stage, the fabulous K-Ray! Ich war noch bei den Hühnern hinterm Haus. Das ist ja sowieso eine Gegend, wenn man hierher fährt, hat man das Gefühl, man wird entführt. Aber gut, in meinem Alter muss man sich daran gewöhnen, dass die Bühnen auch wieder kleiner werden. Nicht? Das ist klar. Nicht? Dass ich bezeichne mich ja als Lachverständiger oder Dachschadenbeauftragter in diesem Land. Das passt zu diesem Land, weil Deutschland muss man eigentlich nur noch überdachen, dann sind wir eine geschlossene Anstalt. Es geht alles daneben, schon wenn du sagst, guten Abend, meine Damen und Herren, könnte es eng werden, weil du hast die 69 Zusatzgeschlechter vergessen. Da hängt ja noch eine Menge Gezumpel dran, ja? Man ist umgeben von Zeitgeistesgestörten, was allerdings, ich möchte mal einer wirklich oft diskriminierten Mehrheit eine Stimme verpassen, das sind die Normalen. Also ich hoffe, ihr seid auch da. Leute, die aber normal sind, ja, die sagen, also mit einer Umbenennung einer Soße rettest du nicht die Welt. Und wenn du dich auf der Autobahn vor irgendwelche Autos klebst, auch nicht. Ne? Die letzte Generation, da können wir noch hoffen, dass es die letzte ist, dass danach nichts mehr kommt. Einer von diesen jungen Leuten hat sich an ein Fußballtor geklebt. Das gibt dem Begriff Vollpfosten eine völlig neue Bedeutung. Man ist in Deutschland schneller Nazi, als dass Rainer Kalm und sein Sülzkandel verdrückt. Und wenn du das erzählst, kommt immer einer und sagt, Fatshaming. Also wir müssen alle politisch korrekt sein. Ja, damit fange ich nach 30 Jahren nicht an. Ich habe alles gemacht auf einer Bühne. Die Leute haben gesagt, du kannst dir als Fummeltante keinen Bart wachsen lassen. Ich bin Conchita before Conchita. Die Leute haben gesagt, du darfst nicht rauchen. Ich habe geraucht wie ein Irrer, du darfst nicht saufen. Dann haben sie gedacht, das ist Schluss. Dann habe ich mich ausgezogen. So. Die meistgestellte Frage ist, zieht er sich denn noch aus? Nein, mal nicht mehr. Aber nicht, weil ich irgendwas eingesehen habe, wie meine Mutter hofft, sondern nur aus einem einzigen Grunde. Viele Leute fanden es ekelig und sind dann immer wieder gekommen. Und das fand ich dann ekelig. Und deshalb habe ich dann gedacht, nee, lass mal jetzt. Nee, also, ich bezeichne mich ja als Kentertainer. Das liegt auch daran, dass ich Deutschland als Schiff sehe, was untergeht. Ja? Wir setzen völlig falsche Prioritäten. Wir haben, flaschensammelnde Rentner, mordende Krankenpfleger, verbitterte Altenpfleger, aber dafür 69 Zusatzgeschlechter und für jeden ein Klo. Also wenn du in Zukunft eine Firma aufmachst, musst du eine ganze Siedlung bauen für die ganzen Scheißhäuser. Und ich finde, wir sollten alle lernen, wieder in eine Schüssel zu kacken und uns wieder um das Land kümmern. Ja, jede zweite Woche. Damit habe ich das nicht gerechnet.